Jetzt, nach mehr als 10 Jahren des Schweigens, ist er zurückgekehrt. Das Kettensägen-Massaker von Texas, Teil 2. Die Säge ist zurück, unter der Regie von Toby Hooper. Der Kinocast. Muss man mal anfangen. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Ich freue mich hier in der Runde, die Kate mal wieder begrüßen zu können. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris ist auch da. Hallo Chris. Halli, hallo, hallöchen. Meine Wenigkeit, Erik ist auch am Start. Und hallo Erik. Von vornherein, hallo, hallo. Muss ich von vornherein etwas entschuldigen, falls ich heute etwas irgendwie heiser und durchklinge. Ich musste vorhin beim Derby etwas die Lautstärke anheben. Ein Derby-Sieger. Ich hätte mal lieber, wir hätten vielleicht lieber den Podcast vorher aufnehmen sollen oder so. Aber gut, wir schaffen das schon. Muss ab und zu was trinken hier. Deswegen wird der Chris auch gleich den Sneak-Film der Woche vorstellen, den wir hatten. Das war der Film Motherless Brooklyn. Auf geht's. Ja, werde ich auch mal machen. Hallo. heute ist echt Tempo hier drin. Das ist ja unfassbar. Motherless Brooklyn, alles klar. Das war die Sneak, die wir hatten. Und da haben wir einen Film bekommen, der in den USA schon läuft. In Deutschland kommt er am 12.12. wohl ins Kino oder soll er ins Kino kommen. Und es, wenn man das so hört, denkt man erstmal so, wie und was und was soll das sein? Jetzt schaut man mal genauer hin und stellt fest, okay, Regie Edward Norton, Drehbuch Edward Norton, Hauptdarsteller Edward Norton, Produktion Edward Norton. So, okay, eventuell könnte Edward Norton in diesem Film seine Finger im Spiel gehabt haben und Überraschung hat er auch. Wer hätte es gedacht jetzt, ne? Nach der Einleitung. Er spielt Lionel Esrock oder Lionel Esrock, einen New Yorker Privatdetektiv und der leidet am Tourette-Syndrom. Jetzt nicht in dem Tourette-Syndrom mit irgendwelchen Ausdrücken oder sowas sagen, sondern er macht ganz arg oft so ein If, weil wir müssen dazu sagen, wir haben es jetzt im englischen Original gesehen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung da dafür ist. Ich befürchte, dass sie da irgendwas anderes nehmen, statt sich If einfach zu lassen. Ich habe den Trailer auf Deutsch gesehen, der sagt wenn. Oh, wenn. Okay. Ja, wenn. Es wird dann natürlich nicht lippensynchron sein, schätze ich mal. Das, ja gut, aber das siehst du nicht, weil Edward Norton immer den Kopf auch so wegdreht. Aber er hat doch schon ganz schön unflätige Sachen gesagt, was sagst du? Ja, richtig, aber er hat auch, also Frankel, die Frank, Fucker Frank und so. Also, ist schon sehr, sehr eigen. Und, also er ist Privatdetektiv, er in einer ganzen Crew, die besteht unter anderem aus seinem Chef des Ganzen, das ist Frank Minna und den spielt Bruce Willis und ist da, ja, gleich zu Beginn ist schon diese Szene mit, oder der Anfang eigentlich mit so, ja, hier Jungs, ihr wartet draußen im Auto, ich kläre da was, wenn dessen das Wort fällt, dann kommt ihr rein, nur rein, ihr braucht keine Waffen und blablabla. Und das kann man machen, weil eben Lionel sehr gut zuhören kann. Also der kann sich ganz arg viel Sachen merken, da hat er ein richtig gutes Gedächtnis. Es ist nur, wie er selber sagt, sein Gehirn ist quasi zweigeteilt oder er teilt sich das Gehirn mit jemandem, der halt ab und zu dann irgendwie diese Sachen raushaut oder dann eben den Blödsinn auch erzählt. Und wie es halt so passiert, Frank Minna wird bei diesem Treffen oder im Anschluss an das Treffen ermordet. Und das will natürlich diese kleine Firma, die kleine Detektivfirma, die im Vordergrund so eine Fahrservice betreiben, möchte das natürlich aufklären, was da dahinter steckt und rutscht dann in ja ein ziemliches Komplott rein, wo es ja, also die erste Spur führt ihn zu Laura Rose, gespielt von Gugu Mbatha-Raw. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist nicht
respektlos gemeint, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und die spielt übrigens in der von der Kate vorgestellten Serie The Morning Show mit hier. Ah ja. Ah, da erkannte ich das Gesicht. Guck mal an. Ergibt schon wieder Sinn. Und kommt also, findet eine Spur zu dieser Laura Rose und die stimmt Proteste an oder führt Proteste an, sagen wir so, gegen den Immobilienhai Moses Randolph. Der wird gespielt von Alec Baldwin. So, der hat noch einen Bruder, Paul, der wird gespielt von Willem Dafoe. Und jetzt haben wir, glaube ich, bald mal alle Stars, die in dem Film so einigermaßen auftreten, drin. Und ja, Ziel ist es von Alec Baldwin, also von Moses Randolph eigentlich, dass man ganze Stadtteile so, ja, sie nennen es, glaube ich, Slums, also so Slums von Farbigen abreißt, damit da neue Sachen entstehen können oder auch eine Autobahn entstehen kann, eine Stellstraße kann man bauen und was weiß ich was alles. Und ja, und ist da halt ziemliche Machenschaften verwickelt alles und dem Ganzen begibt sich Lionel dann mehr und mehr auf die Spur, der dann versucht, dieses Puzzle zusammenzusetzen, auch rauszufinden, was hat sein Chef und Freund Frank rausgefunden, der da mit seinem Leben für bezahlen musste, wo führt das hin und ja, es geht dann hier eben in New York ist es, ne? Ja, New York, klar, 1954, wirklich in so ein bisschen den Untergrund auch und dort dann auch in Jazzclubs, das ist natürlich absolut Erik seine Lieblingsmucke, wenn da irgendwelche Jazz-Trompeter rumquäken. Ich saß im Kino, saß ein Erik neben mir, der die ganze Zeit so, oh, oh, diese oh. Das war sehr schön während dem Film, jedes Mal, wenn irgendwie Jazzmusik kam und die kam halt die ganze Zeit, da einsetzte nebendran ein so, ah, oh, schon wieder diese unsägliche Musik und oh, ja, ist, Gott sei Dank hat Erik in dieser Woche noch einen anderen Film mit Musik gesehen, die ihm, glaube ich, besser gefällt. Ich musste meine Ohren dann irgendwie mal durchblasen mit was anderem. Ja, und ich, wie gesagt, es entwickelt sich halt ein Film, der eine echt interessante Geschichte ja auch erzählt, weil eben sich auch Lionel und Laura dann ein bisschen näher kommen und es dann auch wieder so, boah, ein Weißer und eine Schwarze und Rassendingsen hier schon wieder, was ich auch wieder völlig Banane finde, aber so ist es halt auch gewesen. Und ja, welche Rolle dann auch noch sein Bruder Paul, also der Bruder Paul von Moses da spielt und so, verrate ich jetzt auch noch nicht. Also es gibt da einiges so an Dingsen und an Punkten, bis das Puzzle sich wirklich zusammengesetzt hat. Und ist halt, ja, ich denke an sich echt ein cooler Film. Also ist extrem cool gespielt von Edward Norton. Es kamen welche aus dem Kino, die gemeint haben, okay, hier, ja, das ist schon sehr auf den Oscar ausgelegt. Und das kann ich auch verstehen. Da wird aber, glaube ich, der Erik gleich noch bestimmt was zu sagen. Ansonsten war er mir ein Tick zu lang, weil er dauert 145 Minuten. Und ich glaube, eine knappe halbe Stunde hätte man tatsächlich rausnehmen können, um ihn etwas kompakter einfach zu machen, um ihn einfach ein bisschen griffiger zu machen. So hat er einfach auch seine Phasen, wie die so ein bisschen langatmig auch wirken und manche Szene wird echt so ein bisschen ausgetreten auch, wobei ich da so im Nachklapp sagen muss, okay, für einen Kriminalfilm, ja, kann man machen, zu der damaligen Zeit auch. Und insgesamt kam es mir auch so ein bisschen vor wie so eine Art Jazz-Album, wo es ein bisschen konfus ist, dann mal wieder komplett konfus, dann mal ein bisschen la 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 smooth Jazz und was weiß ich was. So kam es mir so ein bisschen vor. Der ganze Film wie so ein Stück Jazzmusik und halt ständig begleitet von Edward Norton und seinem Tourette-Syndrom, dass der, wie ich fand, wirklich großartig durchgezogen hat, weil du nicht wirklich gedacht hast, okay, jetzt ist es mal irgendwie anders oder hä, sondern es war für mich eigentlich immer irgendwie gleich, wie es dann kam und auch wie sein Gehirn auf den Jazzclub da reagiert und alles, was da mit ihm abgeht und wie und was, das ist schon ja, durchaus sehenswert. Also schauspielerisch denke ich absolut top, von der Story her eigentlich auch, nur die Länge machte mir zu schaffen. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen?
Ja, ich würde mal noch zwei Darsteller mit erwähnen. Bobby Cannavale hat eine Rolle. Ja, als Tony Vermont. Der ja mitspielt in dieser Detektei, in dieser Privatdetektei. Und auch Ethan Suplee, der zum Beispiel bei My Name is Earl oder so mitgespielt hat und den man durchaus auch vielen Rollen kennt. Also die Darsteller sind eigentlich alle so besetzt, dass man die alle schon mal irgendwo gesehen hat. Es war jetzt nie so, dass man sagt, oh, völlig unbekanntes Gesicht oder so. Sondern, und auch die Auftritte waren gut inszeniert. Also zum Beispiel, wo man dann Alec Baldwin sieht man zuerst immer nur so von hinten, hört so die Stimme, denkt, oh, das ist doch Alec Baldwin, oder? Dann sieht man den die ganze Zeit nicht von vorn, ganz bewusst. Und dann irgendwann dreht er sich halt um und dann sieht man, ah, er ist es und so. Und da kommen halt so nach und nach auch Leute, die man kennt. Das war echt schön gemacht, aber wie du schon richtig gesagt hast, das war speziell im Mittelteil, fand ich den Film einfach viel zu langatmig. Da hat er mich stellenweise sehr, sehr stark verloren. Und die Story hatte jetzt auch bei Weitem, wenn man die jetzt wirklich mal runterbricht, die ganze Story des Films, trägt die auch nicht über die ganze Laufzeit. Das, wie soll es funktionieren? Ne? Also dann... Jein. Also da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also soll vielleicht noch dazu sagen, es ist ja basierend auf dem Roman Motherless Brooklyn von Jonathan Lethem. Der kam 1999 raus, um so ein bisschen Klugscheißerwissen jetzt hier noch auch anzubringen. Als lange Zeit als unverfilmbar. Ja, ja, also vielleicht das auch, aber dadurch, dass es zu dieser Zeit spielt, 1954, also in den 50er Jahren, glaube ich, ist es halt nicht vergleichbar zu der heutigen Zeit, weil du heute hast das Internet, da jagst du mal das durch, da guckst du hier die Karte, blablabla, da geht das alles schneller und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass das so ein bisschen entschleunigt war dann auch. Nur es war zeitweise zu arg auf die Bremse getreten. Der Roman spielt ja nicht in der Zeit, ne? Der spielt ja... Nee, der spielt in den 70er Jahren. Genau, der spielt irgendwie anders, ne? Aber wie du schon sagst, auch mit dem... Also die ganze Zeit Jazz, also irgendwie war es mir dann auch zu viel. Und gerade wenn die dann diese quietschenden Trompeten, die... Oh, das hat so genervt. Im Hintergrund jedes Mal, ne? Das war mich schon bei, ich glaube, Birdman war das so auf die extreme Probe gestellt. Da war ja auch die ganze Zeit so ein Jazz-Soundtrack. Der war aber, bei Birdman war der nicht ganz so nervig. Und aber hier war es einfach irgendwie zu viel. Und gerade auch in den Szenen, wo eigentlich nichts passiert ist, da wirklich so diese langen Stellen, wo so Jazz-Soundtrack und das hat dann irgendwann, nee. Das hat mich in der Mitte drin sowas von verloren gehabt und ich war dann habe schwer wieder reingefunden in die Story. Da kamen dann zwar noch ein paar coole Szenen, aber irgendwie habe ich auch schon relativ früh geahnt, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich wusste schon so ungefähr, okay, da wird bestimmt der irgendwie drinstecken und der und dann war es letzten Endes nur noch, dass der Weg ist das Ziel und mal gucken, wie sie es auflösen und Eigentlich nicht, weil ich fand schon, also Ich finde schon, dass er eine interessante Wendung nochmal genommen hat. Mit wer, warum und wieso und weshalb und was dann noch alles dahinter steckt und wer weiß was und das fand ich ganz spannend eigentlich, muss ich sagen. Und dann halt auch wirklich die Frage, wie man es im Endeffekt auflöst. Also wo es hingehen würde, klar. Und wenn du in so einen Film reingehst, dann ist es nicht wie Arnington Road, wo du davon ausgehst, okay, das läuft, das funktioniert alles. Sondern bei Arlington Road, weiß ich noch, saß ich damals im Kino so, what the fuck? Und ich glaube nicht nur ich, also ich glaube nicht nur mir ging das. Ja, so. Das ich kann mich erinnern, ich habe den zwar zu Hause gesehen, aber ging mir genauso. Das saß wahrscheinlich auch da so, oh fuck. Ne, also, und sowas habe ich von dem Film aber auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so war der nicht gedreht, aber trotzdem insgesamt eigentlich eine echt stabile Nummer, meiner Meinung nach. Ich habe da gar nicht zu lang wäre. Gar nichts, aber ich habe den auch, den hat ja keiner getippt gehabt, glaube ich, oder war, nee, doch, irgendjemand hat ihn getippt. Doch, er wurde getippt. Ja, aber irgendwie nicht da, wo ich mich mit den Tipps beschäftigt hatte, da war der noch nicht dabei, deswegen war das für mich dann. Vielleicht hat es doch irgendjemand hier mit drauf, guck mal hier, eine Frau K-A-P-P-R-E-L-L. So. als ich mich mit den Tipps beschäftigt hatte, was sonst noch so getippt wurde, war das noch nicht dabei und dann habe ich, als er dann kam, ich hatte noch von dem Film noch nie was gehört gehabt und dachte, ja, klingt ganz interessant, es fängt doch cool an, so mit so Tarantino-esken Dialogen im Auto, wo über irgendwelche total absurden Sachen erzählt wird und dann kommt halt der Chef daran und sagt, hey, komm jetzt hier, ein bisschen aufpassen, jetzt geht's gleich los und
ja, zwischendurch waren auch immer mal wieder so richtig coole Dialoge, aber ja, das hat nicht den ganzen Film getragen. Und ich glaube doch auch, wenn man bei dem Film in der Mitte einfach mal so eine Stunde rausschneidet oder eine Dreiviertelstunde wenigstens, das würde dem Film gut tun und würde ihn auch straffen und würde besser sein insgesamt. Und das war auch einfach dieses 2,5-Stunden-Brett zum Montag. Ich meine, das war halt kein Le Mans, den wir die Woche vorher hatten, der wirklich richtig gut war. Jede Szene, wo man gar nicht gemerkt hat, wie die Zeit vergeht. Und dann war auch noch so ein halsbrecherisches Autorennen am Schluss. Hier ist halt wirklich sehr, sehr langsam erzählt. Das ist halt so ein Neo-Noir-Thriller, der so eine Detektivgeschichte, die da erzählt wird. Und ja, das ist halt alles etwas ruhiger. Und ja, das muss man erstmal dann Montagabend 2,5 Stunden bis abends um 23:30 dann muss das erstmal tragen. Und bei mir hat es einfach nicht getragen. Deswegen schade. Gebe ich 6 von 10. Ich bin bei 7 von 10. Ja, da bist du auch nicht viel weiter oben. Ja, doch, eigentlich schon, weil ich wäre vielleicht sogar auf 8 hochgerutscht, weil, wie gesagt, ich die schauspielerische Leistung von Edward Norton einfach super fand. Ja, also ich denke, den Film werden wir bestimmt bei den Oscar-Nominierungen sehen. So, das ist mal das eine. Und das auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass mir jeder Film gefallen muss, den der da nominiert das ist wird. Das kann ja niemand dafür, dass du keine Ahnung hast. Nur, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Ja, richtig. Ich habe dann wirklich durch die Länge wieder Abzug gegeben, aber er hat einen Mini-Pluspunkt dafür bekommen, dass dich die Musik so genervt hat. Ja, also ein bisschen mehr Abwechslung hätte da gut getan. Also, hätte aber nicht reingepasst. Ich wüsste auch genau, was ich rausstellen würde. Es gibt nämlich eine Szene, wo die in diesem Jazzclub sind und dann hören wir uns wirklich irgendwie 2 komplette Stücke an und sehen nur Edward Norton, wie er da irgendwie zuguckt und mit der Frau tanzt und so. Ich weiß, ja, die Szene ist wichtig dafür, zu sehen, dass er der Frau näher kommt, okay. Aber das hätte man auch anders und kürzer machen können. Und das zum Beispiel wäre so ein Schnittopfer von mir gewesen. Das heißt ja auch immer, beim Filmschnitt heißt ja Kill Your Darlings. Und das war wahrscheinlich die Lieblingsszene von Edward Norton. Aber wahrscheinlich, wenn man die rausgeschnitten hätte, hätte man schon mal so 10, 15 Minuten gewonnen gehabt. Ja. Hätte dem Film nicht schlecht getan. Apropos, weil wir Le Mans hatten, muss ich gleich mal einen Kommentar aufgreifen, der heute eingegangen ist von der Steff zum Film. Ach nee, gehen wir erstmal Punkte. Nee, haben wir ja schon. Okay. Haben wir doch gerade. Dann zu Le Mans noch. Da hatte sie nämlich geschrieben, ich finde überhaupt nicht, dass es ein Film nur für Leute ist, die sich für Motorsport interessieren. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, es ist gerade ein Film nicht nur für Leute, die sich für Motorsport interessieren, genau. Sie findet auch nicht, dass es ein Männerfilm ist und dass es nur eine Frauenrolle gibt, ist ihr gar nicht aufgefallen. Schon als sie den Trailer gesehen hat, wollte sie den Film sehen. Und ihr hat auch Rush sehr gut gefallen. Und sie würde sich Motorsport niemals anschauen. Aber er hat ihr richtig gut gefallen. Für mich nicht der beste Film des Jahres, aber knapp dahinter. Matt Damon fand sie großartig. Matt Damon. Christian Bale sah aber schrecklich abgemagert aus. Ich kann den Film jedem empfehlen. Ich gebe 8,5 von 10 fliegende Schraubenschlüssel. Kann mir übrigens jemand erklären, warum die alle auf der falschen Seite im Auto sitzen? Ja. Ja. Dann los. Im Film wird es gesagt, das Auto wird aus England geliefert. Ja, habe ich auch gedacht, als ich den Kommentar gelesen habe. Aber es fahren ja auch Porsche in der Gran Turismo-Serie und die sind auch rechtsgelenkt. So, nun. Ja. Deswegen, ich hatte nämlich auch erst gedacht und meine zweite Vermutung, also Vermutung, ich weiß es nicht, ja. Vielleicht weiß es jemand von den Kommentatoren etwas besser. Es gibt ja rechtsgelenkte und linksgelenkte Kurse. Ich glaube, der in Brasilien, Sao Paulo, der Formel-1-Kurs, der ist nämlich einer, der andersrum dreht. Und da ist es wahrscheinlich besser, man sitzt auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob die auch mit zur Gran Turismo-Serie gehören, aber vielleicht drehen die alle in eine Richtung. Ne? Aber ja. Kann aber auch sein, dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber es kann auch sein, dass die Porsche tatsächlich früher Rechtslenker waren. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber die anderen ja auch, die da so mitfahren in der Gran Turismo. Guck dir doch mal aktuelle an. Gut, die haben meistens nur einen Monocoque, ne? Aber ja, ich habe nämlich sogar mal hier bei Forza geguckt, da kannst du ja auch die Serie fahren. Und da war es auch so. Deswegen, da habe ich mich in die verschiedenen reingeklickt, ja. Vielleicht weiß es jemand von den geschätzten Hörern. Und wir gehen mal weiter in die Sneak-Tipps. So, wie ist denn da der Tipp für morgen?
Der Tipp für morgen, für die Sneak 1027, nee, 1028, Entschuldigung, am 25.11. Ich hab schon förmlich den großen Aufschrei unter uns hören gehört. Nein, das ist doch nicht die 27. Ja, Entschuldigung. Lautet der Tipp schlicht und ergreifend Pablo und Alba. So, Kate, ist da schon was eingegangen? Ja, es gibt einen Tipp, der heißt La Palma. Ich versuche gerade schon rauszufinden, um was es da geht, aber dadurch, dass es nur ein YouTube-Video ist. Also ich weiß, worum es geht. Ja, erzähl mal. Es ist ein Pärchen, das in einer Beziehungskrise steckt und wollen einen Erholungsurlaub machen auf Las Palmas de Gran Canaria, aber landen auf La Palma. Falsche Insel und der Kerl hat wohl Schuld dran und dann beginnt das Chaos, um da einen Ausweg rauszufinden und dann schlüpfen sie in verschiedene Rollen, weil sie ein Haus besteigen. Ja. Und die heißen so, wie der Tipp ist, oder? Nein, er nennt sich Pablo und sie dann Alba. Ach, na, dann brauchen wir ja gar nichts anderes raussuchen hier. Das klingt ja dann schon, sehr treffend hier, oder? Na gut. Mit Marlene Lohse und Daniel Stresser. Ach, ein deutscher Film auch noch. Okay. Merkst du was? Das wird ja immer besser. Na gut, mal gucken, wie viel da ins Kino gehen, wenn sie diesen Tipp lesen. Vielleicht. machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Ich war noch mal im Kino, nachdem ich ja die Woche davor schon eine Dokumentation angeschaut habe. Jetzt kommen irgendwie sehr viele so Musikdokumentationen und sowas ins Kino, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt schon wieder eine Meldung bekommen, dass da was gibt. Ich war in dem Film Spirits in the Forest über Depeche Mode. Und Depeche Mode haben ja die Spirits-Tour gehabt, auf der ich auch war. Und die letzte Station der Spirits-Tour war in Berlin in der Waldbühne. Deswegen heißt diese Dokumentation Spirits in the Forest. Und entgegen dem, was ich erwartet hatte, ich hatte eigentlich so eine Konzertdoku erwartet. Ich weiß nicht, kennt ihr die 101-Dokumentation, die bekannte so Konzertdokumentation, die Depeche Mode schon mal gehört irgendwie? Nee. Nein. Also es gibt eine, ich glaube Ende der 80er ist die entstanden, so eine relativ bekannte Dokumentation, wo auch sehr viele Live-Titel ausgekoppelt wurden damals, die dann auch als Musikvideo verwendet wurden, wo eben die damalige Tour dokumentiert wurde, so hinter den Kulissen, immer gemischt mit Musikschnipseln und Bühnenshow und so weiter. Spirits in the Forest ist ein bisschen anders, was ich relativ schnell gemerkt habe. Und zwar geht es hier um 6 Personen, die aus den verschiedensten Teilen der Welt kommen. Es ist zum Beispiel eine, die wirklich in der Pampa in Usbekistan wohnt, einer, der in Brasilien gewohnt hat und jetzt in Berlin wohnt, und einer aus, aus Rumänien oder sowas. Und alle werden auf dieses eine Konzert gehen, auf dieses Abschlusskonzert in der Waldbühne. Und die hat man halt vorher so ein bisschen begleitet und die erzählen auch so ein bisschen, wie sie ihr bisheriges Leben, was da so die Höhen und Tiefen waren. Und da sind teilweise ganz schöne Schicksalsschläge mit drin gewesen. Und die erzählen auch natürlich über den Moment, wie sie dann zum Beispiel Depeche Mode entdeckt haben, die Musik, oder wie ihnen bestimmte Lieder geholfen haben auf ihrem Lebensweg. Und die kommen dann halt alle am Schluss dann auch zusammen auf dieses Konzert. Das Ganze wird auch stark angereichert natürlich mit Ausschnitten von dem Konzert, und das ist im Kino richtig cool anzusehen. Also richtig große Leinwand und fetter Sound hier, 7.1 und hast du nicht gesehen. Und die Dokumentation, die läuft nur an zwei oder lief nur an zwei Tagen, muss man sagen. Also einmal am 21.11. und jetzt heute, quasi Tag der Aufnahme, am 24.11., läuft die nur in den Kinos weltweit gleichzeitig. Und also nicht zeitgleich, sondern am gleichen Tag wird die erscheinen und gibt es dann nachher bestimmt auch auf DVD oder Blu-ray, wer es nicht geschafft hat. Oder bei meinen Freunden, bei der Susi und Mike, schöne Grüße hier. Die waren noch früher in der Sneak immer in Gera. Die wollten den in, wo waren sie, in der Nähe von Hamm im Kino, und da lief am Anfang erst kein Ton, irgendwie haben sie es da nicht so richtig hingekriegt und dann irgendwie war nur Mono und irgendwie alles ganz furchtbar und so, und die freuen sich dann schon drauf, das Ding mal im Heimkino dann nachzuholen, was wahrscheinlich dann
den besseren Sound ergibt. Also ich muss natürlich jetzt hier durch meine Fanbrille gucken und gebe da auch eine 9-Punkte-Wertung, die ich jetzt nicht mit großartig eintrage hier vielleicht oder mal mit einem Sternchentext vielleicht versehen, ist natürlich die Fanbrille. Ich weiß nicht, wie es auf jemanden wirkt, der jetzt mit der Band, der Musik nun gar nichts anfangen kann. Der guckt sich das ja gar nicht an dann. Ja, man weiß es ja nicht, weil die Personen, die sie da interviewen, das ist schon ziemlich stark, was da auch sehr gut gedreht. Das Ganze ist ja gedreht von Anton Corbijn, der ja für Depeche Mode auch die ganzen Musikvideos macht und der auch für zum Beispiel für Nirvana, glaube ich, Musikvideos gemacht hat. Und der hat ein sehr, sehr gutes Auge und eine sehr gute Regie und so. Und das ist auch die ganze Dokumentation, wenn die Leute dann in ihrer Heimat und so weiter gezeigt werden und so. Das sieht schon richtig gut aus und macht richtig Spaß anzuschauen. Und ja, der hat ja auch das Konzert gedreht. Also die Konzertszenen sind auch der Hammer. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie man merkt, an der Wertung. Jo, das war's aus dem Kino diese Woche. Mal gucken, was da jetzt noch so für Dokumentationen und sowas kommen. Aber über mir schwebt ja auch immer noch das Damoklesschwert mit diesen, wie ist das, dieser Weihnachtsfilm da, wo ich mal rein soll. Last Christmas. Last Christmas, mal gucken. nächste Woche ist aber auch viel los, da wird es nicht klappen. Mal gucken, vielleicht, ja, vielleicht doch. So, dann bewegen wir uns mal in das Heimkino. Die Kate hattest du das damals eigentlich nicht mitgeguckt oder hast du jetzt nochmal geguckt? Deswegen steht dahinter Rewatch. Ja. Ja, ich habe ihn nochmal geguckt. Welchen Film denn? Wir hatten vor kurzem das Vergnügen, den Screener für Brittany Runs a Marathon zu bekommen. Und wir hatten den damals ja im englischen Original gesehen. Und ich weiß nicht warum, aber er hat es irgendwie nicht wirklich in die Kinos geschafft. Und er ist jetzt seit Mitte des Monats bei Amazon Prime verfügbar. Das heißt, alle Prime-Mitglieder können ihn klicken, ohne extra zu bezahlen. Und das habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht, weil ich den Film damals, als wir ihn schauen durften, sehr, sehr toll fand. Eine Freundin von mir, die geht auch relativ viel joggen und so. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Film, den wir uns zusammen angucken. Ja, die Ellie. Ah, okay. Und, schöne Grüße, falls du uns hörst. Und dann haben wir uns den angeguckt, zu zweit. Und ich wollte eigentlich nur ganz kurz über die deutsche Synchro sprechen, die mich mit einem einzigen Wort in den Wahnsinn getrieben haben. Und zwar das ist schade. Heißt das Mädchen im englischen Original Brittany. Brittany mit A. Und die haben im Deutschen halt einfach Britney draus gemacht. Mhm. Und das sind halt einfach zwei verschiedene Namen. Und vor allem, wenn der Film heißt Brittany Runs a Marathon, warum ändert man den Namen dann im Film auf Britney? Das hat mich total irre gemacht. Und grundsätzlich war finde ich, die Synchro nicht besonders gut. Witz ging verloren, einfach Sprüche, die im Englischen gezündet haben, sind irgendwie im Deutschen total untergegangen. Also was ich manchmal die ganze Zeit geschmunzelt habe, wegen irgendwelcher hintenrum Gequatsche, das ging komplett unter in der deutschen Synchro. Deswegen, wenn jemand den Film klickt, ich empfehle jedem, der es macht, ihn auf Englisch zu gucken. Ja, so viel zu dem Thema. Hat er denn der Ellie gefallen? Jetzt mal so die Frage, weil sie hatten ja jetzt noch nicht gesehen gehabt. Ja, doch, sie hat ihn gefallen. Ja, er hat gefallen. Und war dann auch die Frage, und hast du jetzt wieder Bock, joggen zu gehen? Und sie so, ja, irgendwie schon. Also ja. Ja, Ellie hat ja schon einen Halbmarathon gefinisht, ne? Ja. Muss man sagen, ne? Ja. Genau. Schon. Ja, also mir hat er auch nochmal gut gefallen, aber ich hatte direkt nach 10 Minuten das Bedürfnis, ihn auf Englisch umzuschalten, was wir aber nicht gemacht haben. Und das finde ich einfach so ärgerlich, ja. Wenn ich reg mich schon immer über geänderte Filmtitel auf, ja. Aber wenn man dann den Filmtitel endlich mal beibehält, dann sollte man bitte auch den Namen beibehalten und nicht plötzlich während dem Film einen anderen Namen zu der Frau sagen. Und ja, Brittany und Britney sind zwei unterschiedliche Namen. Vielleicht jetzt ein bisschen pingelig und kleinlich, aber mich hat's genervt. Ja, das kann man ja verstehen, wenn da jemand falsch genannt wird oder so. Das wäre ja so, wenn jemand einen falschen Namen in die Zeitung druckt oder so. Das genau, ist ja vollkommen richtig. Gell, Frau Appel? Ja. So,
Aber wenn man einmal bei Marathon und, gemein, und Filmen und so, ja, das ist ja genauso nervig, meine ich ja. Das ist ja, ich meine, ja, hey, wem sage ich das? Also, wie viele Schreibweisen ich von meinem Vor- und meinem Nachnamen schon gesehen habe, das ist also, das, das glaubt ihr gar nicht, ey. Also, ich habe auch noch eine Empfehlung, ganz kurz nur. Ich habe es noch nicht geschaut, aber es soll sehr gut sein. Ich werde das auch mit verlinken, wenn wir einmal beim Thema Lauffilme und Dokumentationen und sowas sind. Es gibt eine Dokumentation, die hat sehr viele Preise abgeräumt und die ist jetzt verfügbar auch in Deutschland. Die heißt Skid Row Marathon. Und zwar kann man da, gibt es auch eine Webseite dazu, skidrowmarathon.com. Ich werde es mal bei mir hier ins Dokument einfach mal mit reinschmeißen. Da stehen auch die ganzen Links, also es ist bei Amazon, bei Apple, sonst was. Da wird aber überall noch ein kleiner Betrag aufgerufen, um das gucken zu können. Der hat diverse Preise abgeräumt und zwar geht es da um eine, ich glaube, eine Häftlingstruppe, denen auch zur Wahl gestellt wird, hey, ihr könnt auch laufen gehen, ihr müsst nicht hier die ganze Zeit drin sein und wenn ihr laufen geht, dann könnt ihr auch draußen laufen. Müssen sich natürlich dann vorher erstmal zeigen, dass sie da nicht abhauen und so. Und da haben wirklich namhafte Leute gesagt, dass es wirklich eine sehr, sehr tolle Doku sein soll. Ich muss mir die mal reinziehen. Vielleicht hatte ich schon jemand gesehen, wenn wir einmal gerade bei dem Thema sind hier, Lauffilme. Ich habe noch einen gesehen. Auf Sky hatte ich mir den aufgenommen. White Boy Rick. Den wollte ich eigentlich schon länger mal sehen. Das ist ein Film mit Matthew McConaughey und Richie Merritt. Basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar gibt es in den USA einen Typen, der viele, viele Jahre im Knast saß und der ist als 14-Jähriger damals so ungefähr da, oder war einer der Jüngsten, der da in den Knast gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er mit 14 da schon oder, nee, mit 17 ist er reingekommen in den Knast, genau. Er ist aber mit 14 vom FBI und von der lokalen Polizei angeworben worden als Undercover-Agent und die haben den losgeschickt, um dort quasi Drogen zu kaufen, weil er halt so unverdächtig aussah. Und er hat das für die auch gemacht. Und als er dann selber mal, achso, und sie haben ihm auch Ware gegeben, die er wiederum verkaufen sollte, damit, wenn er jetzt bei diesen großen Händlern große Mengen kauft, damit es nicht komisch aussieht, sollte er halt auch selber ein bisschen was auf der Straße verticken, damit es halt so aussieht, als ist er ein Teil der Verwertungskette und kauft halt die größeren Mengen für sich ein, um die in kleinere zu strecken und zu verticken. Und da ist er mit dem ganzen Business in Berührung gekommen und hat dann, als er persönlich auch mal zu Hause in finanzielle Schieflage geraten ist mit seinem Vater, der auch nur so ein, ja, ein ziemlicher Slacker ist, der nichts auf der Reihe bekommt, gespielt von Matthew McConaughey, mit dem hat er dann den Plan geschmiedet oder der hat ihn quasi so ein bisschen auch in die Richtung gedrängt, so nach dem Motto, ja, lass uns das doch mal auf eigene Rechnung probieren, du weißt doch jetzt, wie es geht, und haben eben ein Drogenbusiness aufgezogen und ist dann, es gab in diesem Bundesstaat, wo das spielt, gab es wohl so ein Gesetz, wenn man mit über 650 Gramm erwischt wird, dann zählt das als gewerbsmäßiger Handel und dann kriegt man lebenslänglich. Das stand so fest, ne? Und er ist halt dann irgendwie mit 8 Kilo erwischt worden und hat halt eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung bekommen als 17-Jähriger. Und da gab es dann aufgrund dieses Films auch quasi nochmal Forderungen, dass das doch nochmal wieder aufgerollt wird, dass er eventuell Bewährung kriegt und so weiter. Ne? Ja, in dem Film, ja, hatte ich mir ein bisschen interessanter erhofft. Der war leider auch ein bisschen lahmarschig so mittendrin und so. Das war halt, hat auch immer so Sprünge gemacht, so, was weiß ich, 1984, 1985, 1986 und so weiter. Und das Milieu war aber ziemlich gut dargestellt. Und Matthew McConaughey spielt auch wieder großartig. Und der junge Mann, der den White Boy Rick spielt, der Richie Merritt, der spielt auch absolut großartig. Aber irgendwie hat es für mich da so ein bisschen am Drehbuch und an der Story und so geklemmt. Hätte ich mir mehr erhofft, gerade bei so einem Thema. Kann man mal gucken. Ist eine interessante Geschichte. Ist auch von Darren Aronofsky mitproduziert, was ja auch schon ein bisschen was sagt. Und das war auch, das Buch dazu war auch lange Zeit auf der Blacklist der beliebtesten, aber noch unverfilmten Drehbücher in Hollywood. Und irgendwann hat dann halt der Regisseur auch, wie hat es gemacht, Jan Demange, der hat dann auch mit dem Original White Boy Rick, der im Gefängnis saß, zusammengearbeitet, um diesen Film zu erstellen.
Jo, kann man mal gucken. Von mir 7 Punkte oder was habe ich drin stehen? Ja, 7 Punkte, genau, stehe ich dazu. Läuft auf Sky, kann noch mal reingucken. Schlecht nicht. Hat mir besser gefallen als Motherless Brooklyn. War auch nicht so lang. Kein Jazz. Da war eher so, war cooler. Da kam zum Beispiel Eric B. und Rakim, Paid in Full und sowas, kam da mal an einer Stelle, wenn ich mich recht erinnere und so. Und also eher so Ende der 80er Hip-Hop und so. Ja, kann man. Ich glaube, da gucke ich mal rein. Soundtrack war besser. Hip-Hop. Ja. Hip-Hop. Dann lass uns mal einen Blick werfen, was so neu anläuft in der im Kino. Kino, Charts und Neustarts. Beginnen wir mal mit den Charts. Oh, Platz 10 in Stuttgart. Red Chap, Ivedik, Teil 6. Auf Platz 9, ich nenne bitte den ganz normalen Titel Dr. Sleep. Weil hier steht Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Okay, Platz 8. Das Ding heißt einfach so, Dr. Sleep. Entschuldigung. Oder Shining 2. Ja. Platz 8, The Addams Family. Platz 7, Zombieland 2, doppelt hält besser. Platz 6, Maleficent, Mächte der Finsternis. Platz 5, Joker. Platz 4, Le Mans 66, gegen jede Chance. Platz 3, Last Christmas. Ah, da ist er wieder. Platz 2, Das perfekte Geheimnis. Übrigens Glückwunsch hier zu den ganzen Preisen und so weiter. Hier so und so viel Zuschauer und Top-Ergebnis, ja. Konstantin Film. Und auf Platz 1, Die Eiskönigin 2. Oh, läuft der schon? Das ist verhältnismäßig ja, ruhig bei mir zu Hause. Ja, seit Donnerstag. Into the unknown. Nichts gegen den Song, der ist gut. Weil wir gerade hier diesen türkischen Film auf Platz 10 hatten, da kam... Ich war ja, musste ja leider ins Ufa fremd gehen für den Depeche Mode Film. Ja, lief ja da nicht in den Innenstadtkinos. Habe ich ja letztes Mal schon drüber gerantet. Shame. Ja, da lief ein Trailer zu einem türkischen Film. Also so einen Schwachsinn habe ich noch nie gesehen. Also, ja. Moment. Da ging's? Den Film jetzt an sich oder den Trailer? Also, ja, der Trailer. Also, nein, also ein Trailer für einen türkischen Film als Schwachsinn oder der Film? Ja, den Film kenne ich nicht. Ich kann nur den nach dem Trailer urteilen. Und die Story, die dort erzählt wurde, ich glaube, ich habe den ganzen Film jetzt gesehen, handelt davon, dass eine bildhübsche türkische Frau, wirklich absolut, die verliebt sich in einen oder wird, ja, man weiß ja nicht, wird verheiratet mit einem Typen, der... Also es stand dann auch immer auf deutsche Übersetzung unten drunter, ne? Also sonst hätte ich es ja nicht gewusst. Mit einem Typen, der wirklich, der meckert an allem rum. Das ist, und der ist, jetzt das hat jetzt nichts damit zu tun, aber der ist auch noch behindert und sieht total furchtbar aus, zieht immer so den Mund so schief und läuft so wie Quasimodo, ne? Und meckert an allem rum und beschimpft alle. Wirklich. Und diese bildhübsche Frau verliebt sich in diesen Typen und heiratet ihn und geht zurück in ihr Heimatdorf mit ihm. Und alle natürlich so, oh, wer ist das und so, hier, was soll das? Und beschimpfen ihn da und ja, und irgendwann dreht sich das aber, ne? Dann helfen ihm alle, ja, weil er auch schon immer mal schwimmen gehen wollte, aber aufgrund seiner Behinderung nicht schwimmen kann. Basteln sie ihm so eine Vorrichtung, damit sie ihn mal so ins Wasser runterlassen können. Und dann tanzen immer alle und singen und sowas. Also der Trailer war so, und ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen Film mit diesem Trailer erzählt bekommen, der ging bestimmt 5 Minuten oder so. Und da bist du aufgestanden, bist ins richtige Kino gegangen. Und ich habe mich erst gewundert, ne? Da war die ganze Zeit dieser, ihr kennt ja die Leinwand, wenn die so ein bestimmtes Format hat, normalerweise bei den Trailern hat es immer dasselbe Format, ne? Plötzlich fährt die Leinwand von oben und unten zu und nach links und rechts auf, also richtig volles Breitband, ne? Also richtig Production Value. Ich dachte, boah, jetzt kommt hier irgendein CinemaScope-Trailer von irgendwas. Und dann kam da dieser türkische Trailer und nach diesem Trailer ist dann die Leinwand wieder zurückgefahren, ne? Dann kamen wieder die ganz normalen Sachen, ne? Oh, aber der Production Value, das sah echt gut aus. Also die haben richtig viele Darsteller, gute Sets und gutes Design und so weiter. Aber die Story, die sah sowas von Banane aus, ey. Boah, ich weiß auch nicht, wie der Film heißt. Ich kann ja mal spaßenshalber irgendwie suchen, was da demnächst anläuft. Vielleicht finde ich da irgendwas raus. Das war auf jeden Fall ein Teil 2 von irgendwas. Also Teil 2. Okay. Ja, also scheint erfolgreich zu sein. Was läuft denn neu an so? Vielleicht ist er ja dabei. Gucken wir mal.
Also, Neustart vom 28.11. Fangen wir doch an mit Hustlers, eine Krimikomödie nach realem Vorbild, in der sich ein Frauenstripclub an der reichen Männerwelt rächt. Das klingt doch vielversprechend, das oder? Das ist nicht der Film. Das wollte ich nur sagen. Ist nicht dieser Film, nein. Schade. Ich gucke gerade noch, wer da mitspielt, ob da was Bekanntes mitspielt. Jennifer Lopez. Na, kein Grund für mich da reinzugehen. Jennifer Lopez, Constance Wu, Lilly Reinhardt und Keke Palmer. Keke Palmer spielt übrigens eine Dame namens Mercedes. Es läuft auch noch an The Good Liar, ein Drama über den Trickbetrüger Roy. Der es für seinen letzten Coup auf die wohlhabende Witwe Betty abgesehen hat. Widerwillen verliebt er sich aber in sein Opfer mit Sir Ian McKellen und Helen Mirren. Ist die nicht Lady mittlerweile? Ist die nicht auch geadelt? Kann es sein, ja, ich glaube. Aber ich finde es wieder grandios übersetzt hier. The Good Liar übersetzt mit Die Lügen, die wir leben. Ja. Dann startet noch der Leuchtturm. Heißt es nicht Das alte Böse? Hier steht, bei Filmstart steht The Good Liar, Das alte Böse. Ah, Das alte Böse, stimmt. Ah, das ist okay. Nämlich, Das alte Böse ist genauso bescheuert. Also. Der Leuchtturm? Okay, Entschuldigung. Der Leuchtturm. Seefahrermythen geprägtes Drama über zwei Leuchtturmwärter, Willem Dafoe und Robert Pattinson, die isoliert auf einer einsamen Insel dem Wahnsinn verfallen. Da haben wir, glaube ich, mal über den Trailer gesprochen, dass das in Schwarz-Weiß. Ganz furchtbar, ja. Ich fand es relativ spannend. Und wenn da nur Willem Dafoe und Robert Pattinson spielen, klingt es jetzt schon wie eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Ja, ich habe schon von einigen gehört, die den schon gesehen haben. Boah, ich glaube, das ist ein ganz schwieriger. Das ist ja auch so ein Amazon Studios Film, glaube ich, genauso wie Brittany. Und der wird auch nur kurze Zeit ins Kino kommen. Also er wird nicht lange laufen. Die bringen die halt nur ins Kino, damit sie im Oscar-Rennen eventuell Chancen haben. Ja, der wird relativ schnell dann auch bei Amazon zu sehen sein. Es läuft auch noch an, Die schönste Zeit unseres Lebens. Mithilfe einer Agentur wird Victor ins Jahr 1974 versetzt und erlebt die erste Begegnung mit seiner Frau immer und immer wieder. So, mal gucken, wer da mitspielt. Oh, es war eine französische. Oh, Daniel Auteuil, Guillaume Canet und Doria Tillier. Oh je. Ah, klingt aber nicht so interessant. Okay. Ich kann auch hier bieten, Jung. Das Bild jung, sieht ja aus. Anmutendes Porträt einer Lost Generation um vier junge Frauen auf einem wilden Partytrip im Berliner Underground. Mit Jana Ina Liesenfeld und Emily Lau. Ist die irgendwie verwandt oder verschwägert mit Frederik Lau? Man weiß es nicht. Ja. Was haben wir hier noch? Mein Ende, dein Anfang. Intensives deutsches Drama vom Finden der Liebe nach dem Verlust und der Frage nach dem Schicksal. Mit Edin Hasanovic. Oh, okay. Das wäre vielleicht doch mal. Der hat, glaube ich, keine schlechte Filmauswahl. Den haben wir gesehen bei Skylines, ne? Wollte ich nur. Ja, kann gut sein. Ja. Ich hätte hier Aretha Franklin, Amazing Grace. Ach, und zwar ein Konzertfilm eines bislang unveröffentlichten Auftritts von Soul-Legende Aretha Franklin. Ha. Das ist eine Musikdoku, die mich nicht ins Kino zieht. Aber Aretha Franklin war schon eine heiße Nummer. Ja, so Soul ist nicht ganz so. Angelo, Historienfilm über einen nach Europa verschleppten Sklavenjungen, der sich fortan in Wiens Adelskreisen bewegt und heimlich eine Europäerin heiratet. Aha. Angelo Merte. Entschuldigung. Angelo. Angelo Merte. Atlantik, oder? Falsch nicht doch, oder? Nee, Atlantik. Okay. Nee, Atlantik läuft jetzt diese Woche noch nicht an, sehe ich hier in dem anderen. Als ich einmal groß war. Das ist auch eine Doku, ne? Ich hätte noch Dann schlaf auch du. Chanson Douce. Dann schlaf auch du. Ja, der läuft. Mit Karin Viard. Leila Bekhtiti. Antoine Reinhardt. Aber worum es da geht, ich habe gar keine Ahnung. Ja, dann sind wir, denke ich mal, auch durch hier mit den Filmstarts der Woche. Leinwandadaption des gleichnamigen Romans von Leila Slimani, in dem ein traumatisiertes Ehepaar eine Nanny für seine Kinder engagiert. So. Sammy Slimani. Gibt's den noch? Scheinbar.
Werfen wir lieber einen Blick in die Heimkino-Neustarts hier. 25. November ist ja quasi morgen. Da gibt es eine Wiederaufführung in 4K Ultra HD Triangle für Charlie. Ist das der erste? Der war noch gut. Welcher erste? Das ist die Originalserie vielleicht. Ach so, die Serie meinst du? Ihr Auftrag, einen entführten Milliardär befreien und dessen Firma Nox Technologies. Nee, das ist der erste Film. Nee, das ist der Film. Mit Drew Barrymore und so. Und der war toll, der erste. Ja. Der war noch gut. Okay. Der zweite war scheiße. Und der neue wird auch scheiße, glaube ich. Okay, ich hätte Anna, A-N-N-A. Hinter Anna Poliatowas atemberaubender Schönheit versteckt sich ein Geheimnis. Sie ist nicht nur eines der gefragtesten Models in Paris, die junge Russin besitzt auch einzigartige Fähigkeiten, die sie zu einer weltweit gefürchtesten Killerin des KGB macht. Als die CIA sie ins Visier nimmt, verstrickt Anna sich zunehmend in einem Netz aus Lügen und Intrigen, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt. Oh, ich dachte, das ist ein Tanzfilm, aber das war eine andere Anna. Lief auf jeden Fall im Kino, ne? Da wurde war auch mal in der Sneak-Tipp-Verlosung drin. Kann ich mich erinnern, ja. Es gibt auch eine 70-Year Anniversary Collector's Edition der Serie Der dritte Mann, die ich sogar gesehen habe damals. Ja, fand ich echt spannend damals. Oh, den nächsten Film, den habe ich sogar hier, allerdings nicht auf Blu-ray. John Carpenter's Vampire? Ja, den habe ich hier auf Uncut. DVD, auch Uncut. Musst du denn noch beschreiben, oder? Weiß da jeder, worum es geht. Warte mal, ich lese mal vor, was bei mir draufsteht. Sogar jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erheben sich Vampire aus ihren lehmigen Gräbern auf der Suche nach menschlicher Beute. Das Blut, nach dem sie gieren, ist der Nektar der Unsterblichkeit. Ihr Durst ist unstillbar. Nur die besessenen Vampirjäger um Jack Crow, gespielt von James Woods, können es wagen, sich ihnen in den Weg zu stellen. Denn sie kennen nur ein Ziel, die Ausrottung dieser Blutsauger aus der Hölle. Die Jagd hat begonnen. Ungeschnitten FSK 18. Der Meister des Bösen sät eine neue Brut des Bösen. John Carpenter's Vampire. Ja. Der Film war gar nicht mal schlecht. Deswegen habe ich den noch hier stehen. Ja. Bisschen trashig und so, das mag ich ja. Rhodes läuft noch an. Was ist das? Der 18-jährige Gillen aus London hat das Wohnmobil seines Stiefvaters entwendet und ist auf dem Familienurlaub in Marokko entflohen, als er zufällig auf den gleichaltrigen auf. William aus dem Kongo trifft, der versucht, die Grenze nach Europa zu überwinden, um nach seinem verschollenen Bruder zu suchen. Ja, daraus entwickelt sich Freundschaft und das und so weiter. Was haben wir noch? Ich hätte noch einen koreanischen Film, und zwar A Tale of Two Sisters. Es ist ein strahlender Sommertag, als die Schwestern Soo-Mi und Soo-Hyun in ein abgelegenes Haus am See gebracht werden. Sie waren seit dem Tod ihrer Mutter in einer Heilanstalt und kehren nun wieder zu ihrem Vater zurück. In der Eingangshalle wartet bereits die verhasste Stiefmutter. Soo-Mi, die Ältere, zeigt sich der Frau gegenüber offen feindselig, während Soo-Hyun geradezu ängstlich auf Abstand geht. Schon in der ersten Nacht gehen unheimliche Dinge in dem Haus vor sich, denn ein unbekanntes Wesen scheint im Verborgenen zu lauern. Diese Nacht ist aber nur der Anfang eines nicht endenden Albtraums. Ja, also den würde ich gucken. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe I Saw the Devil gesehen von dem Regisseur. Ja, den fand ich gut. Ja, das ist ein koreanischer Film und diese koreanischen Filme zuletzt sehr viele sehr gute Erfahrungen. Parasite. Ja, zum Beispiel. Den habe ich Train to Busan. Ja, der ist auch gut. Ich habe bei Parasite habe ich bei Amazon geguckt, aber der kommt erst im März, ey. Oh, das ist ja erst in 4 Monaten. Ja, viel zu lange hin. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es den in Korea schon ein bisschen eher, kann ich mir den im Internet bestellen. Wenn ich da englische Untertitel habe, hilft mir das auch. Ich muss da mal gucken, weil ich will den auch unbedingt sehen. Weil der ist schon wieder aus dem Kino raus. Ach, das stimmt, den hast du verpasst, ne? Ja, ja. 27. Februar erscheint, der ist mir viel zu lange hin. Ich muss den vorher sehen irgendwie. Das Internet muss es doch möglich machen, dass ich mir da irgendwo mal eine Disc bestellen kann. Naja. Also das waren die Heimkino-Neustarts. Da müssten ja ein paar coole Sachen dabei gewesen sein. Dann begeben wir uns mal so ein bisschen in den anderen Bereich hier rein. News und so weiter. Ich mach mal das hier. Ach nee, das war der Spoiler. Egal. Habe ich auf jeden Fall eine Trennung hier. Ich habe ja nicht nur diesen türkischen Trailer gesehen, sondern auch einen sehr, sehr langen Trailer zu diesem Cats-Musical. Ich weiß nicht, ihr seid ja eher so in Musicals und so.
Habt ihr ich schon möchte mal, nicht drüber reden. Habt ihr schon mal diesen Trailer gesehen? Ja. Memories! Ich möchte über diesen Trailer nicht reden, weil er wirklich sehr verstörend ist. Und ich mir meine Original-Cats-Erfahrung aus London nicht zerstören will. Da gibt's zwei Probleme bei diesem Trailer. Zum einen haben wir den auf Deutsch gesehen, den Trailer. Das sind auch die ganzen Musikstücke. Also dieses Memories kommt da zum Beispiel nicht. Ja? Sondern selbst in dem Trailer schaffen die es nicht, lippensynchron zu sein. Weil die es natürlich singen, das sind nicht die es spielen. Ja? Also es funktioniert hinten und vorne nicht. In dem Trailer, die liegen teilweise eine halbe Sekunde daneben irgendwie mit den Mundbewegungen. Das ist einfach total furchtbar. Und diese Katzen, also das sieht alles aus wie ein schlechtes Cosplay irgendwie. Und vor allem, das sind ja bekannte Darsteller. Du erkennst die Gesichter und denkst, oh Gott, warum tun die sich das an? Warum tun die sich das? Jason Derulo! Warum tun die Taylor Swift! Warum tun die sich das an? Fragst du dich die ganze Zeit, warum nur, warum? Aber ich glaube, dass die voll hinter dem Projekt stehen werden und so. Ja, in den Interviews bestimmt, aber und das wird mit Sicherheit sogar, ich denke mal, ein Erfolg werden. Also wenn so ein Musical, muss man gucken hier, Greatest Showman und La La Land und sonst was und so Musical-Sachen, wenn die ins Kino kommen, das funktioniert doch eigentlich fast immer. Hier Moulin Rouge und so weiter. Es gibt anscheinend ein Publikum, die einfach die Musik so ein bisschen abfeiern, egal was da auf der Leinwand so genau geboten wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Also der Trailer, guckt euch mal den deutschen Trailer an. Ich musste den im Kino sehen. Es war furchtbar. Was da schon besser war, war der Trailer zu dem Film, den du heute empfohlen hattest, Chris, wo es da eine Vorführung gibt, hier dieses Mädchen mit dem rosa Hasen. Hitler den rosa Hasen. Genau. Rosa Kaninchenstahl. Als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Genau, also ihr merkt schon, liebe Hörer, das war wirklich echt eine bunte Mischung. Man hat da in die Trailer-Trickkiste gegriffen. Also da war dieser türkische Trailer, dann war Cats, dann war dieses Drama über ein Mädchen, was ständig auf der Flucht leben muss und wo das liebste Plüschtier halt zurückgelassen werden muss und wirklich auf der Flucht vor den Nazis und mit KZ und sonst was allem. Also wirklich eine bunte Mischung an Trailern dabei. Echt voll seltsam. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir Karten bekommen. Da können wir echt überlegen, ob oder ob nicht, je nachdem, wenn, ja, wenn die VfB das Hauptversammlung. Ich weiß nicht, der Film, ich glaube, der sieht so aus, ich weiß nicht, der sieht so dramatisch aus. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich da rantraue an den Film. Okay. Wenn da so, weißt du, wenn da so Kinder so ganz schlimme Sachen erleben, das trifft mich immer sehr. Wenn dann, ich weiß nicht, mal sehen. Okay. Aber wir haben da noch den Bereich Serien, wo wir auch ein bisschen was Neues haben. Serien. Kate hat Daybreak gesehen. Ja, und im Gegensatz zu dir habe ich komplett schon durch. Im Gegensatz zu dir war ich im Stadion. Bäh. Wie weit bist du denn? Dritte oder vierte Folge. Okay, oh mein Gott. Daybreak, du hast wahrscheinlich schon kurz vorgestellt, um was es ging in der letzten Sendung, wo ich nicht mitgekriegt habe. Habe ich? Ja, ist weiß eine Mischung. Ferris Bueller meets Walking Dead oder so, ich weiß genau, nicht. Genau, und das Ganze in sehr witzig. Spielt da sogar Matthew Broderick mit? Oder? Nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Natürlich. Der Schulleiter. Echt jetzt? Stimmt! Ich habe den nicht erkannt. Ja, siehst du mal. Du hast recht. Naja, okay. Aber ich habe es bis zu Ende geguckt. Ich habe zwar keinen erkannt. Ja. Na, auf jeden Fall. Geht es, nehmen die Ereignisse um diese Apokalypse und das Überleben der Kinder sehr interessante Wendungen. Jede Folge ist irgendwie so ein bisschen speziell aufgebaut. Also es gibt eine, die immer mal wieder so Flashbacks in eine Art Sitcom kriegt. Oder der Haupterzähler wechselt mal, dass jetzt zum Beispiel mal die Angelica eine Folge lang quasi mit dem Publikum spricht und nicht der Josh. Obwohl es ja seine Geschichte ist. Wird doch mal ein bisschen auch nebenbei tatsächlich so aufgeklärt und versucht zu erklären, warum denn überhaupt die Erwachsenen gestorben sind oder zu den Ghoulies wurden und warum die Kinder nicht. Und auch warum es
manchen Ghoulies ja nicht ganz so übel ergangen ist wie manchen anderen, sondern dass sie nur durchdrehen und so. Das wird alles noch so aufgegriffen und erklärt, während Josh weiter versucht, Sam zu finden und zu retten. Und das ist sehr, 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 sehr witzig. Ich freue mich jetzt schon riesig auf eine zweite Staffel. Ich hoffe, dass die in kürzester Zeit schon bestätigt wird, weil auch das Ende der ersten Staffel ist super geil. Ich habe es richtig gefeiert. Musste vorhin fürs Fußballspiel unterbrechen und hatte nur noch 10 Minuten dieser letzten Folge. Und ich so, ich muss das noch zu Ende gucken heute. Und dann Fußball war aus, ich bin in die Küche, habe mein Essen vorbereitet und nebenher noch diese 10 Minuten geguckt. Und es ist so gut. Also wer die Serie angefangen hat, nehmt euch die Zeit, guckt sie bis zum Ende durch. Es ist richtig witzig. Und es wird halt noch erklärt, das ist das Schöne. Jeder Charakter kriegt noch so ein bisschen seine eigene Story. Werden Dinge noch aufgedeckt, die der gute Josh bisher verheimlicht hat. Und das ist sehr, sehr charmant gemacht. Auch immer diese auch Rückblenden und so, das ist sehr, sehr cool. Chris, Also, hast du auch mitgeguckt? wenn eine Nein. Zombieserie gut ist, dann die. Noch gar nichts gesehen? Irgendwie? Nein. Nee, musst du echt mal reingucken. Ist wirklich Ich witzig. glaube doch, ich glaube, der eine stirbt, habe ich glaube gesehen, aber ich glaube, das sollte ich jetzt nicht sagen, ist gespoilert. Du Ich hast darf recht dann den gesehen. Namen nicht sagen. Ich habe mir den Namen eh nicht gemerkt. Das Ich ist könnte bei passieren, der. ich könnte sagen, bei was, aber ich mach's nicht. Das ist bei der Serie sowieso völlig egal. Ja, aber es Wer stirbt da. ständig Weil irgendjemand. die Erzählfigur, die wechselt ständig und dann. Also das wäre eigentlich so ein ideales Comic-Heft oder sowas, wo wirklich so ständig andere Figuren und dann werden Ich andere glaube, es Geschichten beruht auch auf erzählt. einem Comic. Ja? Weiß gar Ich nicht. glaube schon. Stand bei der IMDb irgendwie nichts drin. Normalerweise steht da drin irgendwie based on irgendwas. Nee, es steht, glaube ich, am Anfang, dass der beim Vorspann immer Ah, drin. okay. Also, das ist natürlich dann so ideale Erzählstruktur, wenn es dann immer mal wechselt und mal ein Heft sowas und. Also ich finde das auch extrem witzig. Dann so die ganzen Anspielungen finde ich vor allem sehr witzig, Ja. die auf irgendwie Mad Max Fury Road oder irgend sowas oder überhaupt Mad Max, Walking Dead und natürlich auch Ferris Bueller's Day Off. Sind natürlich auch viele Sachen drin. Ja, fand ich super. Und Soundtrack auch gut. Im Gegensatz zu Motherless Brooklyn. Sehr gute Serie. Sehr, sehr gute Serie. Jo, was ist das andere, was du da noch hast? Das ist eine deutsche Miniserie, die es jetzt auch auf Netflix gibt. Die ich mir wahrscheinlich gar nicht angeguckt hätte, wenn die Ellie nicht gewesen wäre. Denn die Ellie und ich, wir haben, wie gesagt, schon Brittany Runs a Marathon geguckt. Und dann hatten wir aber irgendwie noch Zeit und die Jungs haben noch ewig ihr komisches Spiel gespielt. Und deswegen haben wir gesagt, wir gucken noch was anderes. Und sie hatte Interesse an der Serie Zeit der Geheimnisse von Netflix. Und es ist eine, wie gesagt, eine dreiteilige Miniserie, deutsch. Und ich kannte nur ein paar der Schauspieler. Es gibt sind auch ein, zwei große Namen dabei, die man natürlich kennt. Corinna Zum Beispiel Hartwig. Corinna Hartford und Christi. Wie heißt die andere? Wie heißt die Mutter? Nee, okay. Die Corinna Hartford ist wahrscheinlich die bekannteste von allen, allen Schauspielern. Christiane Paul ist die Tochter, die Sonja. Also im Endeffekt geht es um eine Familie bestehend aus 3 Generationen. In den Flashbacks sogar um 4 Generationen. Und das sind allesamt immer Mädels, also alles Frauen. Es geht immer um die Mütter und ihre Kinder quasi, um ihre Töchter. Und die Serie, diese Kurzserie, spielt auch in quasi 3 verschiedenen Zeitebenen. Und zwar immer an Weihnachten. Und es wechselt dann auch immer die Zeitebene. Das fand ich ein bisschen anstrengend am Anfang der ersten Folge, weil man sich immer überlegen musste, wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir ganz hinten und ah, jetzt sind wir wieder aktuell im Jetzt und so. Und es geht eigentlich einfach um diese Familiengeschichte und um Geheimnisse, die in den letzten, weiß glaube ich, 30 Jahren vor sich hingequält haben, die dann ans Licht kommen. Ja, zum Beispiel, warum die Kinder von Sonja bei ihrer Oma aufgewachsen sind. Und wer sind denn eigentlich die Eltern, wer ist denn eigentlich jeweils der Vater? Die haben zwar die gleiche Mutter, aber 2 verschiedene Väter. Wer sind die Väter? Und wie kam es überhaupt dazu? Und was ist das Geheimnis der Oma? Und wie kam es dazu, dass da der Opa nicht mehr existiert? Also, das sind alles so kleine Geschichten, die ans Tageslicht kommen, als die Eva, die gespielt von Corinna Hartford, quasi im Sterben liegt. Und
Ja, ich hätte es mir wahrscheinlich so gar nicht angeguckt, weil mich der Trailer jetzt, also diese Vortrailer, den man da immer sieht, wenn man da draufklickt, hat mich jetzt nicht so gereizt. Aber ich bin dann doch im Endeffekt ganz froh, das gesehen zu haben. Es ist relativ langwierig, nicht unbedingt spannend, aber interessant. Aber eine vierte Folge wäre noch nicht notwendig gewesen. Also, dass es auf drei Folgen reduziert ist, ist vollkommen ausreichend. Ja, ich weiß nicht, wer so ein bisschen auf deutsche Familiendramen steht und so Familiengeheimnisse aufdecken und so, der kann es durchaus anschauen. Wie gesagt, ich bin nicht traurig, dass ich es gesehen habe, aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht vermisst, wenn ich es nicht gesehen hätte. Okay. Kann man das so zusammenfassen? Puh, klingt ja jetzt nicht so, als müsste ich da mal Ja, reingucken. Kennst du nicht Modern Love von unbedingt, nee. Amazon? Die Serie Modern Love? Hä? Kennst du die Serie Modern Love von Amazon? Nee, genau, Modern Family. Ach so, nee, Modern Love mussten wir reingucken, als Hausaufgabe für Fortsetzung folgt. Ja. Ist ganz cool. Guck mal rein. Da Amazon Modern Love. sind so Ach, nee, verschiedene Netflix. Amazon Prime sind so Prime. verschiedene so Episoden mit verschiedenen Darstellern, ganz bekannte Leute dabei. Basiert auf so einer Kolumne in der Zeitung, wo immer so Stories erzählt wurden, die so passiert sind. Und ja, ich habe mal die erste Folge, fand ich ganz nett. Und ja, bei uns gab es ein bisschen geteilte Meinungen im Podcast, aber ich werde auf jeden Fall noch weiter gucken. Vielleicht weiß ich dann nächste Woche mehr, aber ich gucke erstmal Daybreak noch fertig und dann. Alrighty. Dann geht's mal in den Games-Bereich. Oh, heute mal viele Topics hier. Games. Chris, Jedi, Fallen Ja, Order. Jedi Fallen Order. Ich habe es ja schon mal angesprochen gehabt, glaube ich, in einer der letzten Sendungen, richtig? Oder? In jener der letzten Sendung, glaube ich. In jeder der letzten Sendungen. Okay, ich habe es jetzt durch. Und ich muss. An dieser Stelle, ich habe es schon bei Twitter rausgehauen, ich würde es aber an dieser Stelle nochmal sagen, ich ziehe meinen Hut vor Electronic Arts und das ist sehr selten geworden in den vergangenen Jahren. Nur was hier für ein Spiel produziert wurde, ist der absolute Hammer. Sie haben es echt geschafft, keine Microtransactions reinzuhauen, Noch nicht. kein Pay-to-Win, kein extra irgendwie Blödel-Content mit, es muss noch wer noch hierfür zahlt und dafür zahlt. Die Möglichkeiten wären da gewesen, sie haben es nicht gemacht. Was sie gemacht haben, ist ein superbes Singleplayer-Spiel im Star Wars-Universum zu pflanzen, das vielleicht nicht die größte Geschichte aller Zeiten erzählt, um Gottes Willen. Aber es sind diese Spiele, wenn sie so gemacht sind wie Jedi Fallen Order, die dieses Gesamtpuzzle von Star Wars wirklich bereichern. Ich saß hier bei mir auf der Couch, habe die Videosequenzen gehabt und ich saß, glaube ich, mit offenem Mund da, mit einem What the fuck passiert hier gerade? Vor allem am Ende dann. Das Ganze ergibt komplett Sinn. Es passt so herrlich rein zwischen Episode 3 und 4 und auch in die Richtung dann vor Rogue One noch. Wirklich ganz toll umgesetzt. Ja, es ist vom Schwierigkeitsgrad her super knackig, aber die Geschichte und das alles gleicht das wirklich aus, weil es wirklich Laune macht und man bleibt dran. Und auch wenn man tiefenfrustriert ist, streckenweise, es macht auch beim 150. Mal wirklich Spaß, sein Laserschwert hochzuziehen und die Schüsse der Sturmtruppen auf sie zurückzuschleudern. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, dass, also jedem Star Wars-Fan sowieso, für die ist es eigentlich ein Muss, dieses Spiel zu spielen. Alle anderen, die mit Star Wars nichts am Hut haben, denen sei gesagt, hey, kann man auch spielen, wenn man mal wieder so ein richtig cooles Sci-Fi-Singleplayer-Spiel haben möchte. Für mich, wenn wir am Jahresende ein Spiel des Jahres Verlosung machen, auf jeden Fall einer der Kandidaten da dafür. Ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Dann habe ich Zeit. Ja, und ich bin mir ganz, oh, apropos, du hast so Zeit hast, ist ja gerade Black Friday überall, auch bei PlayStation, da kriegst du das Spider-Man-Spiel für 20 Euro.
Nee, das kann ich jetzt nicht auch noch. Nee, das geht nicht. Aber das kannst du auch von mir haben. Also das kann ich dir auch rübergeben, kein Problem. Was auch kann, ja. Kann ich von dir haben für 50 Euro. Für 50 Euro kann ich so. Brauche ich nicht für 20 kaufen. Ja, richtig, kriegst du pro Tag natürlich. Nein. Nein, also das Star Wars Spiel, wirklich Star Wars Jedi Fallen Order, ein Must-Play für Star Wars Fans. Okay. Unfassbar gut. Klingt ja, also bin ich schon mal gehypt jetzt dann. Da habe ich ja dann noch schon die neuen Filme gesehen, da bin ich dann noch voll im Star Wars Mood und dann kann ich, kann ich mir das Weihnachten richtig schön reinziehen. Dann in Feiertagen habe ich dann Ruhe hier. Werde ich die PlayStation mal hochräumen und einen großen Fernseher ranhängen. Ja. Ich habe ja schon bei den Rocket Beans ziemlich viel gesehen oder ein paar coole Sachen. Die sind immer an so einer Szene gescheitert. Da fährst du mit so einer Art Aufzug irgendwie nach oben und dann ist dann ja, da ist erst so einer von diesen schwarzen Robotern, die man auch aus, ich glaube Rogue One war das, ne? Den kann man dann aber hacken irgendwie und dann sind so ein paar mit Flammenwerfern auf so einer Fläche und dann kommt noch so ein AT-AT oder sowas, wird von oben runtergelassen und mit dem hat man ganz schönes Geschere, da sind die einige Male gestorben, ne? Ja, ja. Das sah irgendwie ganz cool aus. Ist nicht einfach, wie gesagt, ist nicht einfach, ist schon knackig, aber sehr geil. Bin gespannt. Und okay, das grätsche ich mal kurz rein. The Outer Worlds ist ein Spiel von den Machern von Fallout, aber nicht von dem aktuellen Fallout, sondern von den vorhergehenden. Ich glaube, wenn ich es richtig zusammenbringe, New Vegas, wenn ich es recht erinnern habe, ansonsten korrigiert mich. Und die haben jetzt, die haben sich ja irgendwann abgetrennt von Bethesda und haben jetzt ihr eigenes Spiel, das heißt The Outer Worlds. Und ich hatte ein paar Mal so ein bisschen gezuckt, als ich so gesehen habe, okay, das gibt's jetzt und ist jetzt neu rausgekommen. Und hatte schon überlegt, mir das mal zu kaufen vielleicht und so. Und jetzt auf einmal, ich habe ja diesen diesen Windows Xbox Game Pass, heißt das glaube ich, oder wo man irgendwie so 3,95 im Monat zahlt und hat dann so eine Handvoll Spiele dabei. Und da sehe ich jetzt, ist das Spiel dabei. Habe ich gesagt, gibt's ja nicht. Ist doch gerade erst erschienen. Gleich mal runtergeladen. Und das ist echt nice. Also hat mir gefallen. Ich habe so die ersten Missionen gemacht. Ist natürlich nicht wie Fallout vergleichbar. Es ist schon so ein bisschen, naja, man wird so auf die Wege geführt, die man nehmen soll. Aber es ist halt so diese interessante Sci-Fi-Story, der Humor ist da von Fallout. Aber es ist halt nicht so ein, ja, so ein Open-World-Game, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, sondern es ist schon sehr stringent, wo man hingehen muss und was man machen soll. Und ja, so richtig reingegrindet habe ich mich da jetzt noch nicht. Ich habe irgendwie jede Menge Waffen dann gefunden von denen, die ich umgenietet habe und so. Ich weiß jetzt noch nicht, welche ich behalte und welche. Also, so weit bin ich da noch nicht drin. Die hat mir sehr gut gefallen. Die Umgebung sieht cool aus, diese Planeten und so weiter. Ich weiß, es geht dann noch, dass man mit dem Raumschiff dann noch wegfliegen kann und andere Planeten und so. So weit bin ich noch nicht, aber werde ich vielleicht auch bei Gelegenheit mal noch ein bisschen weiterspielen. Sieht ganz nett aus. Ja, du hast noch eins, da ist es schon rausgekommen, wusste ich gar nicht. Ja, das ist schon ein paar Tage draußen sogar und da habe ich jetzt dann doch zugeschlagen beim Black Friday Sale, also es kam raus am 8. November, also Anfang des Monats kam es raus. Die Rede ist von Need for Speed Heat und ich selber war ein begeisterter Need for Speed Spieler früher immer, auch mit diesem ganzen Hin und Her klicken und Auto lackieren und zusammenbasteln, das ist ich was und bin da schon dann auch mit meinem Golf immer durchgepaced und alles. Unzählige Stunden am PC da verbracht und jetzt ist also Need for Speed Heat hier und ja, ich habe noch nicht so viel Zeit reinstecken können, weil ich ja mit Star Wars noch beschäftigt war, nur großartig auch bisher. Also macht sehr viel Laune. Ist wirklich, geht in die Richtung, wie es früher mal war und so soll es ja sein. Rumracen, der Polizei wegfahren. Ist das nicht auch EA oder so? Ja, das ist ja, auch ne? EA. Was ist denn bei denen los jetzt, ey? Plötzlich läuft's hier oder was? Man hat wohl doch den. Kannst du nicht sagen. Also EA scheint vielleicht gerade etwas die Kurve zu kriegen. Und ich werde auf jeden Fall da jetzt auch noch den Online-Modus testen, weil. Da habe ich jetzt nochmal zugeschlagen, langsam wird es echt abgefahren, beim großen Kaufhaus mit dem A habe ich zugeschlagen, die auch diese Black Friday Woche haben und habe nochmal mein PlayStation Plus Abo verlängert, das läuft jetzt bis 2021, 22, keine Ahnung, weil ich dann immer so, wenn es da die Codes günstig gibt, dann kaufe ich immer so für ein Jahr. Oh, kannst du mir da mal Bescheid sagen, wenn es die günstig gibt, weil ich habe es ja noch gar nicht.
Gibt's gerade, aktuell. Gibt's gerade, ich guck mal. Müsste es eigentlich geben, ja. Also dachte ich zumindest. Also gestern gab es zumindest noch. Und ja, also macht Laune. Ich bin gespannt, was der Online-Modus kann. Da werde ich dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr dazu sagen. 44,99 für 12 Monate ist es. Ja, normal sind 60 Euro. Das wäre ich dann doch mal. Mache ich das gleich mal. In den Einkaufswagen. So, mache ich sofort. Kunden haben außerdem noch das gekauft. Hä, hier gibt es noch irgendeine FSK 18. Ach nee, Guthabenaufstockung. Okay. Ja, das will ich nicht. Ja, dann mache ich das auch mal, weil das habe ich nämlich noch gar nicht. Ja, kriegst du die kostenlosen Spiele und oder kannst die halt dann auch spielen und was weiß ich was alles. Oh. Also wie gesagt, Need for Speed Heat, ich bin gespannt. Bisher positiv. Sehr positiv. Okay, jetzt wollen die hier die letzten drei Zahlen von meiner, die habe ich jetzt nicht da. Das läuft ja noch, das Angebot, oder? Bis nach der Aufnahme, ja. Okay. Ja, ich habe mittlerweile übrigens den türkischen Film/Trailer gefunden da, weil der läuft tatsächlich nächste Woche an, regulär. Der heißt Mucicke Teil 2, Aşk. Und ich habe auch den Trailer mit verlinkt hier bei unserem Dokument. Hast du gerade über meine Mutter gesagt? Ich werde es dann auch mit in die Shownotes reinmachen. Dann können sich die geschätzten Hörer das mal angucken. Und ich bin bereit für jeglichen Kommentar, der mir sagt, ich bin ein Banause, das sind ganz tolle Filme. Okay, wir müssen ja Musiktipps hier. Ich habe ja noch gar nichts hier. Ja, ja, ich habe es nicht reingeschrieben. Ja. Kate, was hast du? Green Day, American Idiot. Okay. Klassiker, ne? Klar. Sagst du nichts dazu, warum, weshalb? Weil es Klassiker ist. Ich starte mal. Weil man es immer hören kann. Und ich glaube, ich habe es heute irgendwo in einer Serie kurz gehört, deswegen hatte ich es im Kopf. Oh, Chris, was ist deins? Mhm. Meins ist von All Time Low, wer die noch kennt. Das kenne ich nicht. Ne. Oh, Dear All Time Maria, Low und, count me in. Genau, Dear Maria, count me in, weil ich habe zuletzt öfters mal wieder im Auto, ich muss es ja jetzt vielleicht auch kurz ausholen, was das alles angeht. Ich habe ja jetzt endlich auch ein Autoradio, mit dem ich diese ganzen Spotify und solche Sachen hören kann. Und da... Ja, völlig crazy, ich weiß. Endlich mal mit der Zeit. Und da dann über eine schöne Playlist gestolpert. Ich weiß gar nicht, ob sie hier Punk's Not Dead oder Punk-Klasse oder Rock-Hymnen oder Punk-Rock 2000er, irgendwie sowas. Und da lief dann auch mal wieder All-Time Low. Und seit es da läuft, da laufen ganz viele andere coole Sachen einfach noch, die mich jahrelang auch so schon begleitet haben. Unter anderem halt auch All-Time Low mit Dear Maria, Count Me In. Und ich mag diesen Song und den kann man richtig schön laut auch hören im Auto und richtig beim Autofahren sich etwas abreagieren. Tja, liebe Hörer, das könnt ihr auch alles testen, nämlich indem ihr unsere Playlist abonniert hier. So, wo ist das? Dear Maria, das kenne ich nämlich zum Beispiel nicht, das werde ich mir dann auch anhören. So, auf zur Playlist hinzufügen, das ist jetzt auch da und Green Day. Und ich habe einen Song reingepackt, natürlich wegen der Depeche Mode Doku auch diese Woche, nämlich Never Let Me Down Again, und zwar die Live-Version. Ja, gibt's auch. Könnte es auch anders sein. Von dem Konzert in Berlin. Zwar nicht dieses Konzert, glaube ich, aber auch ein Konzert auf der Waldbühne. Jawohl, das könnt ihr alles hören, liebe Hörer, indem ihr auf Spotify nach Kinocast Songs sucht. Da hatte mich letzte Woche einer auf Twitter angeschrieben, der hat irgendwie danach gesucht und nichts gefunden, und da habe ich ihm dann den Link geschickt, aber so ging es mir auch. Ja? Ein Bekannter von mir wollte das auch, wollte die auch klicken. Und wir haben sie nicht gefunden. Ich habe ihm dann auch den Link schicken müssen. Das ist ein bisschen seltsam. Okay. Mhm. Ich habe hier nur die Möglichkeit, die komplett öffentlich zu stellen, die Liste. Dann kann halt jeder, der irgendwie Sachen hinzufügen auch, ne? Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber ich wüsste nicht, was ich da noch tun kann mit der Playlist. Also ich habe jetzt schon... Ansonsten, wenn ihr es nicht findet, geht einfach auf kinocast.net und klickt einen der aktuelleren Blogbeiträge. Da habe ich die Liste auch immer mit verlinkt. Dann könnt ihr da ganz einfach dann draufklicken. Ich gucke gerade mal hier, was da geht. Gemeinsame Playlist kann man machen. Veröffentlichen.
Ah. Geheim halten? Nee, das ist ja veröffentlicht. Details bearbeiten? Nee. Vielleicht könnte mir mal einen Gefallen tun, liebe Hörer, wenn ihr Spotify habt, sucht einfach mal nach Kinocast Leerzeichen Songs, ob ihr das findet, auch wenn ihr nicht ich seid. Genau. Und wenn ihr nicht den Link genutzt habt, jetzt werde ich erstmal noch der Katian hinzufügen hier. Green Day, das kenne ich natürlich. Haben auch lange nichts Neues mehr gemacht, oder? Oh doch, doch, ja? Doch, doch, ja? Doch, doch. Ja. Vorsicht, jetzt gerade erst vor nichts. Zwei Wochen. Green Day ist so, gleich brandaktuell wieder da. Ja? Also, okay. Aber die neuen sind unter anderem auch für irgendeine Eishockey-Sendung in den USA haben sie quasi auch den Titelsong jetzt auch mit beigesteuert. Mhm. Da gibt es ein ganzes Video mit Eishockey-Gedöns. Aber Green Day ist wieder da, nur mir gefällt es nicht. Ah, ich habe damals die Dookie, habe ich ja ziemlich gefeiert, da wo die rauskam. Dookie ist der Hammer. Gottes Willen. Das war echt cool. Ja, aber hier, Neuerscheinung, Father of All, 9. Oktober. Mhm. Da kam schon, und Father of All ist die erste Single, wo rauskam, und Fire Ready Aim, das haben sie gemacht, das dauert auch nur knapp 2 Minuten. Mit der NHL zusammen da auch was, aber ja. Kann man mal reinhören, sozusagen. Ja, mal reinhören, ja, aber ja. Spotify. Mir gefällt es nicht so, muss ich ganz ehrlich sein. Okay. Von der Stimme. Hört auf jeden Fall rein sagen in unsere Spotify-Playlist Kinocast Songs. Guckt mal, ob ihr die findet. Wenn nicht, dann kontaktiert mich irgendwie auf den diversen Kanälen, die es gibt. Schreibt uns Kommentare auf kinocast.net. Lasst uns ein Like da auf Facebook. Könnt auch gerne teilen den Beitrag immer zu der Sendung. Twitter haue ich auch immer raus, wenn die neue Sendung erscheint. Das bitte auch weiter teilen und sagt den Leuten da draußen, dass es den Podcast gibt, wie man den hören kann. Das wäre super. Spotify hat ja nun wirklich die Schwelle nach ganz weit unten gesetzt für die meisten zum Podcast hören. Da kann man uns auch abonnieren. Machen auch sehr viele. Also es sind in letzter Zeit wieder einige dazu gewonnen. Und man kann bei Spotify bekommen eine echt schöne Statistik, wo man so sehen kann. Vor allem wer einen hört. Wir haben sehr viele weibliche Hörer. Über Spotify, Hörerinnen besser gesagt. Viele Grüße. Chris, das liegt wahrscheinlich an uns, oder? Ja, unser. Natürlich, das liegt an unseren beiden sexy Stimmen. Genau. Ja, oder sind da Kate ihre Serientipps, dass sie sagen, hey, Kate spricht uns aus dem Herzen, ihr gibt unsere Serientipps, das kann auch sein. Das glaube ich eher. Ja, auf jeden Fall haben wir da auch schon wieder letzte Woche schon 39 dazu gewonnen, neue Hörer auf Spotify. 39? Ja, auf Spotify geht richtig ab. Wir müssen langsam überlegen, ob man das über den normalen Feed einstellen und nur auf Spotify geht. Ja. Oh ja, Le Mans lief gut hier auf Spotify, sehe ich gerade. Ja, lief sehr gut sogar. Ja, vielen Dank an alle, die uns auf Spotify hören. Wie gesagt, kinocast.net gibt es eigentlich so als Hauptanlaufstation für diesen Podcast, wenn ihr da mal ältere Folgen nachhören wollt. Also da geht bis zur allerersten Folge zurück, die aber zweifelhafte Qualität hat. Die würde ich nicht jedem empfehlen. vielleicht eher aus historischen Gründen kann man da mal reinhören, wenn man wissen will, wie alles angefangen hat. Ja, ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen. Auch wenn der Film uns wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist er wenigstens kürzer und hat kein Jazz. Ich hoffe es. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.